Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Themenvideo. In dem Themenvideo heute bin ich die Hauptperson und die Hauptattraktion. Heute geht es mal um mich. Eigentlich geht es darum, wie ein Jenseitskontakt bei mir abläuft. Denn immer wieder höre ich in Erstkontakten oder in Fragen, ja, wie läuft denn ein Jenseitskontakt bei dir ab, Cynthia? Was muss ich mir denn da vorstellen oder was kann ich mir denn darunter vorstellen? Muss ich etwas Bestimmtes beachten, wenn ich zu dir komme? Muss ich etwas Bestimmtes beachten, wenn ich den Jenseitskontakt bei dir am Telefon mache? Darf ich vielleicht irgendetwas gar nicht an diesem Tag machen, weil das vielleicht den Jenseitskontakt stört? Und über dieses Thema möchte ich heute mit euch sprechen, so dass ihr vielleicht ein bisschen eurer Unsicherheit verliert und da schon vorab Informationen habt, die einem einfach ein bisschen Sicherheit geben, weil man weiß, ah, da das passiert da oder das kommt auf mich zu. Natürlich kann ich das euch nur theoretisch jetzt vermitteln, was da genau passiert an einem Jenseitskontakt. Das muss man live selbst erleben, entweder am Telefon oder über das Internet, wollte ich jetzt sagen, bei mir vor Ort. Kinders, ich habe schon wieder heute so viel gearbeitet, aber mir ist dieses Video so wichtig und deswegen möchte ich es heute auch noch fertigstellen. Wenn man jetzt bei mir vor Ort einen Kontakt gebucht hat, tritt man natürlich zuerst mal über verschiedene Kanäle zu mir. Ich bin über Instagram zu finden, ich bin über Facebook zu finden, ich bin auf meiner Internetseite zu finden. Jetzt habe ich schon wieder Holperer und Stolperer, aber das kennt ihr ja von mir, meine geliebten Sprachfindungsstörungen. Also es gibt viele Wege, wie ihr mich erreichen könnt. Manche kommen auch über Mundpropaganda. Viele versuchen, mich übers Telefon zu erreichen. Das ist nicht so ganz einfach, denn ich bin in Kontakten nicht am Telefon. Das heißt, wenn ich einen Kontakt habe, gehe ich natürlich nicht ans Telefon, weil ich möchte ja meine ganze Aufmerksamkeit demjenigen widmen, der jetzt gerade bei mir ist. Und so läuft dann meistens nur der AB. Und da könnt ihr was draufquatschen. Also, wenn ihr mir schreibt, da mache ich mir extra eine gewisse Zeit am Tag, indem ich alle Kanäle gucke, das heißt E-Mail-Konten checke, Facebook-Nachrichten checke, Instagram-Nachrichten checke und. Auch bei YouTube gucke ich da mal rein, ob da jemand vielleicht geschrieben hat und eine Kontaktaufnahme wünscht. Und dann setze ich mich mit euch in Verbindung. Ich schicke euch auch immer vorab einige Informationen zu. Das heißt, wenn wir einen Kontakt hatten, den Erstkontakt, dann schicke ich euch meistens schon vorab Informationen zu, damit ihr genau wisst, bevor der Termin zustande kommt, was euch bei mir erwartet. Denn das ist mir ganz wichtig. Ich möchte auch nicht die Katze im Sack kaufen. Ich sage euch in den Vorabinformationen schon einmal ganz genau, was ihr bei mir erwarten könnt, was machbar ist und was nicht. Denn das ist für mich elementar wichtig. Denn ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich bin kein Hellseher, ich bin kein Magier und ich bin kein Zauberer. Ich kann weder die Lottozahlen vorhersagen, sonst hätte ich das mir selbst schon gemacht, noch kann ich zum Beispiel hingehen und irgendwelche Zukunftsdinge sagen. Denn die Verstorbenen sind jetzt keine, die dir die Zukunft verraten. Ein Jenseitskontakt ist nie eine Lebensberatung. Und auch das schreibe ich immer in meinen Vorabinformationen. Ein Jenseitskontakt ist keine Lebensberatung. Es können mal Tendenzen in die Zukunft angezeigt werden oder gesagt werden von dem Verstorbenen, aber das können manchmal ganz allgemeine Dinge sein, wie zum Beispiel, ja, die Autobatterie, mit der Autobatterie stimmt etwas nicht. Es kann sein, dass der Verstorbene durchgeht, dein kleiner Bub, Otto Karl-Heinz, kriegt Bauchschmerzen, ja, also solche Dinge können da durchkommen. Manchmal gehen sie auch auf Situationen ein, die jetzt sind. Das heißt, wenn sich jemand zum Beispiel viele Sorgen macht, da gehen sie auch darauf ein, aber sie machen keine Zukunftsvorhersagen. Jedem muss ganz klar sein, ein Jenseitskontakt diente dazu, zu beweisen, dass die geliebte Person nach wie vor bei einem ist und mit einem ist, mit all seiner Liebe, mit all seiner Aufmerksamkeit. Ein guter Jenseitskontakt basiert auch immer auf Fakten und Beweisen. Das ist mir ganz wichtig. Ich arbeite nach dem englischen Spiritismus. Das heißt, Jenseitskontakte sind bei mir faktenbasierend. Jenseitskontakte, die nur auf Fragen aufgebaut sind, sind in meinen Augen keine Jenseitskontakte, denn diese Fragen kannst du nicht mehr reflektieren. Du kannst den Verstorbenen nicht mehr fragen, ja, stimmt das, was du da gesagt hast oder was sie übermittelt hat oder er übermittelt hat, je nachdem, ob man zu einem männlichen Medium oder zu einem weiblichen Medium geht. Das kannst du nicht reflektieren. Wohingegen du
reflektieren kannst, wenn ich dir sage, er ist gern Fahrrad gefahren, der Verstorbene, er hat gerne Schokolade gegessen, er hat gerne Spaghetti Bolognese gegessen, er war da und da tätig und er ist vielleicht an dem und also an diesem oder jenem gestorben. Das sind Fakten, die kannst du nachprüfen. Ich gehe auch nie hin und mache aus diesen Kontakten ein Verhör. Ich nehme das an, was die Verstorbenen mir geben. Und die erzählen meist sehr viel. Das heißt, ich lasse die erstmal erzählen. Das heißt, jetzt habe ich zweimal gesagt, das heißt, ist egal. Wenn du zu mir vor Ort kommst, dann lernen wir uns erst einmal ein bisschen kennen. Ich möchte einfach ein bisschen die Nervosität und die Angst nehmen. Vor allen Dingen ist man vielleicht länger gefahren, man ist gerade von der Arbeit gekommen oder. Und dann möchte ich dich erstmal ein bisschen willkommen heißen. Dann möchte ich dir erst einmal die Gelegenheit geben, bei mir anzukommen. Dann werde ich dich meistens fragen, ob du gerne etwas trinken möchtest. Eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee, weil dann ist man gleich viel entspannter, wenn man so ein schönes Heißgetränk hat. Und das weißt ja auch schon, ich bin so ein alter Big Bang Theory-Fan, wo Sheldon immer sagt, ein warmes Heißgetränk oder ja, ein warmes Heißgetränk, das war jetzt sehr logisch, ein Heißgetränk hilft immer. Und so mache ich das auch. Bei mir gibt es aber auch was Kaltes, wenn jemand etwas Kaltes möchte. Und dann, ja, sprechen wir einfach ein bisschen so, was an deinem Tag so los war, wie es dir geht, um einfach halt zu schauen, dass du dich wohlfühlst. Weil eine gute Atmosphäre ist für uns beide wichtig. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass du dich bei mir wohlfühlst. Dass du dich bei mir aufgehoben und angenommen fühlst. Du kannst auch zu mir kommen, ja, wenn du traurig bist. Also man muss nicht zu mir kommen und sich irgendwie da verstellen oder sagen, ach ja, mir geht's jetzt so gut. Hier darf jeder seine Gefühle zulassen. Das ist ganz wichtig. Mir ist es wichtig, dass es dir gut geht. Und Gefühle möchten gefühlt werden. Du darfst hier bei mir ankommen und auch vielleicht weinen müssen, weil du dich ja einfach so danach fühlst, weil du dich jetzt traurig fühlst, weil du wieder an den Tod deines Verstorbenen oder deiner Verstorbenen denkst. Und auch all das ist erlaubt. All das ist gewollt bei mir. Ja, das ist wichtig, dass du dich gut fühlst. Um die Verstorbenen mache ich mir gar keine Sorgen. Denen geht's gut. Die sind an einem wunderschönen Ort, an einem super Platz. Du bist mir vor Ort wichtig. Ich versuche dich so gut ich kann aufzufangen. Auch wenn du während des Kontaktes weinen musst, lachen musst, alles ist hier erlaubt. Man muss nichts, vor nichts genieren. Man muss sich vor nichts fürchten, keine Angst haben, dass ich irgendwie komisch reagieren würde oder damit nicht umgehen könnte. Also da, und das bin ich mir sicher, fange ich dich auf. Denn das ist auch ein Teil meiner Arbeit. Es ist ein Teil meiner Arbeit, einfach dich aufzufangen in deiner Trauer, mit deinen Tränen, aber auch mit deinem Lachen. Denn die Jenseitskontakte sind nicht so oder meist nicht so. Also ich habe es fast immer so erlebt, dass sie sehr fröhlich auch sind, dass auch gelacht wird. Ja, es wird auch gelacht, weil die verstorbene Person war ja irgendwann im Leben auch mal sehr humorvoll vielleicht. Und so stellt sie sich dann auch im Kontakt dar und dann lacht man. Also in den Kontakten gibt es alles, von Lachen bis Weinen. Viele kommen sehr traurig hierher und gehen lachend wieder heim, mit einem wunderbaren Gefühl. Und viele schreiben auch in den Feedbacks, die ihr gerne lesen könnt. Denn da schreiben die Menschen von den, ja, Situationen, die sie bei mir vor Ort erlebt haben. Und viele schreiben ja, wir haben uns sehr wohl bei dir gefühlt oder ich habe mich sehr wohl und sehr gut aufgehoben gefühlt. Du warst sehr einfühlsam. Also lest euch gerne mal die Feedbacks durch. Auch das gibt ja ein Stück weit Sicherheit, wenn man mal liest, wie andere so diesen Kontakt schildern. Ich möchte auch von keinem Vorinformationen. Ich brauche weder ein Bild von dem Verstorbenen, noch brauche ich ein Geburtsdatum, noch brauche ich ein Sterbedatum. Brauche ich alles nicht. Das Einzige, was gut ist, wenn du einen Wunschkontakt hast, ist zu wissen, mit wem. Also das heißt, ich möchte gerne einen Wunschkontakt zu meinem Mann Hans. Dann kann ich mich viel besser auf diese Energie einlassen und mich darauf konzentrieren und noch mehr fokussieren, dass ich auch genau den Hans, ja, sag ich mal, im Gespräch dann habe. Ich rufe die auch nicht. Ihr bringt die mit in den Kontakt, egal ob das jetzt am Telefon ist oder ob das bei mir vor Ort ist. Und ein, wie gesagt, Vor-Ort-Termin hat eine wunderbare eigene Qualität. Wie gesagt, ein Konzert zu besuchen ist immer auch noch viel schöner oder eine Freundin vor Ort live zu sehen, wie es über Telefon die Freundin zu hören oder das Konzert
über das Internet zu hören. Also vor Ort ist immer schön. Aber das geht auch nochmal, ich sag's nochmal, auch wenn ich mich wiederhole, am Telefon, weil viele sind da immer ganz verwundert, wenn ich sage, das geht auch am Telefon. Also ich brauche keine Vorabinformationen, außer wenn ihr möchtet, wenn ihr sagt, hey, ich möchte einen Wunschkontakt haben mit der und der Person, dann kann ich mich darauf besser fokussieren. Muss nicht sein, weil vielleicht möchtest du auch einen offenen Kontakt, aber da kann natürlich auch jede Seele kommen, die dir noch was mitteilen möchte. Da kann es sein, dass der Nachbar kommt, der irgendwann mal neben dir gewohnt hat, mit dem du einen guten Kontakt hattest. Dann kann vielleicht auch eine alte Lehrerin durchkommen. Es kann die Oma durchkommen, der Opa durchkommen. Das ist dann immer sehr breit gefächert und vielleicht kommt dann gerade die Person, die du am liebsten sprechen würdest, nicht durch, weil so viele andere da sind. Also, wenn man eine bestimmte Wunschperson hat, dann ist es für mich immer von Vorteil, zu wissen, um wen es sich handelt. Das heißt einfach nur Papa, Mama, Bruder, Mann und den Vornamen. Dann kann ich mich da viel besser darauf konzentrieren. Und ich finde es auch immer schöner, den Vornamen zu wissen, denn ich bin ja auch in Kontakt mit dieser verstorbenen Seele. Und ich finde es einfach immer viel schöner zu sagen, hey, lieber Hans, erzähl mir doch mal ein bisschen mehr darüber, wenn ich sage, hey, du liebe Seele, kannst du mir mal etwas mehr darüber berichten? Ich bin ja ein Schreibmedium. Das heißt, wenn ihr zu mir kommt, ihr sitzt auf einem schönen, bequemen Sessel, ich sitze an meinem Schreibtisch und dann gehe ich, wenn wir uns ein bisschen besser kennengelernt haben, also das heißt, wenn wir eine Eingewöhnungsphase haben, ich werde dich da nicht nach irgendetwas fragen, ich werde keine Fragen stellen, denn umso weniger ich weiß, umso besser. Denn all diese Dinge kann ich dir als Beweis liefern. Wenn du vorhin mir schon ganz viele Informationen gibst, dann kann ich dir die natürlich nicht mehr bringen. Das ist ganz klar. Aber wenn ich dann da sitze und ich schreibe und kann dir diese Informationen geben, dann ist das für dich natürlich auch ein super Beweis. Das ist so bei mir ein gemischtes Überschreiben, über Empfangen. Die Verstorbenen reden ja mit mir nicht in einer Sprache, wie wir jetzt hier kommunizieren, beziehungsweise wie ich euch erzähle, sondern die sprechen über all meine Sinne mit mir. Denn wenn wir in die geistige Welt gehen, dann legen wir unsere Körperlichkeit ab. Das heißt, wir legen auch unsere Stimmbänder ab, die gibt's nicht mehr. Und so sprechen die Verstorbenen nicht mit mir. Die stehen jetzt nicht neben mir und sagen, hey, Cynthia, sag mal meiner Frau bitte, sie muss unbedingt unter dem Bett die Staubflusen wegmachen. Also es ist ja unmöglich, wie das da aussieht. Also so ist das nicht. Die sprechen, wenn man dann von sprechen spricht, weil man kann es ja nicht anders ausdrücken, mit mir über mein drittes Auge. Das heißt, sie senden mir Bilder, kurze Videosequenzen, Filmsequenzen. Manchmal ist es so, dass ich durch die Augen des Verstorbenen auf eine Situation oder etwas schaue, aber manchmal ist es so, wie wenn ich auf einen Fernseher oder einen Monitor schaue. Das ist ganz unterschiedlich. Dann geben sie mir Riecherinnerungen, Hörerinnerungen. Ja, und ganz viel läuft, ich muss aufpassen mit meinem Mikro, das ist, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, neu, aber ich glaube, ich habe es schon gesagt, damit ihr mich besser versteht. Ganz viel geht über die Herzebene, über die Seelenebene. Ganz viele Emotionen kommen über die Gefühlsebene. Denn das ist unsere Verbundenheit mit der geistigen Welt, unsere Herz- und Seelenebene. Damit kommunizieren wir immer mit der geistigen Welt. Wir sind nämlich nicht getrennt. Das ist eine Illusion. Wir sind immer im Kontakt mit der geistigen Welt. Das heißt, du sitzt schön bequem auf deinem schönen bequemen Stühlchen, ich sitze an meinem Schreibtisch und dann gehe ich etwas tiefer in den Kontakt, indem ich schreibe, weil ich bin ja ein Schreibmedium. Aber wie gesagt, das ist so eine Mischung aus Schreiben und aus mit dir kommunizieren. Ich kommuniziere natürlich die ganze Zeit mit dir. Es ist so, wie wenn wir uns zusammen in einem Café treffen würden. Und dein Verstorbener kann plötzlich nur noch Chinesisch und ich versuche dir Chinesisch zu übersetzen. Natürlich ist Chinesisch sehr schwierig und so ist es halt auch sehr schwierig, die einzelnen Dinge zu greifen. Das heißt, da kommt ja alles gleichzeitig. Das heißt, die zeigen mir Bilder, geben mir Gefühle, geben mir Schlagwörter, geben mir gewisse Dinge und ich versuche, alle diese Teile zu nehmen und dir sie zu übersetzen, so dass du etwas damit anfangen kannst. Und so geht unser Kontakt dann circa 60 Minuten. Denn ich merke nach 60 Minuten, dass meine Konzentration sich dem Ende zuneigt, weil das ist eine Energiearbeit. Eine Energiearbeit, die mich, also ich kann ja nur von mir sprechen, immer sehr viel Kraft kostet auch. Also ich vergleiche es immer so, wie wenn man das von früher, von der Schule noch kennt, so einen Lernmarathon hatte. Und man hat so stundenlang Stoff in sich hinein geprügelt in den Kopf. Und irgendwann war der Kopf so voll, dass man das Gefühl hatte,
Der läuft über, der wabbert nur noch. Und so ist das irgendwann auch mit meiner Energie. Ich merke einfach, mein Kopf, der ist voll, ja, weil die Verstorbenen schwingen ja in einer ganz anderen Schwingung als wir hier auf der Erde. Wir schwingen hier mit 7,5 Hertz in der Schumann-Frequenz und die geistige Welt schwingt in einer viel höheren Ebene. In welcher, das wissen wir nicht. Vielleicht hätten wir dann schon eine Apparatur erfunden, wobei das auch nicht so einfach ist, sonst hätten wir sie wahrscheinlich schon erfunden. Würden wir dann eine Apparatur haben, mit dem wir über das mit dem Jenseits kommunizieren können. Ich hoffe, dass das irgendwann findigen Technikern gelingt. Es gibt ja diese Tonbandstimmen schon, aber das ist halt auch nicht so einfach, das alles so zu verstehen. Tonbandstimmen, da muss man schon sehr geübt sein, um das zu verstehen und zu hören. Also, wie gesagt, ich brauche keine Vorabinformationen. Ich brauche keine Bilder, keine Sterbedaten, Geburtsdaten. Alles werde ich dir dann, wenn der Verstorbene mir das gibt, im Kontakt sagen. Es kommt auch immer darauf an, was der Verstorbene mir geben möchte. Nicht alles wird mir offenbart aus der geistigen Welt, denn ich bin ja kein Gott und ich möchte auch keiner sein. Und das ist gottgleich, wenn ich alles wüsste. Stell dir vor, ich wüsste alles über dich dadurch, dass der Verstorbene mir das sagt. Das soll auch ich nicht haben. Es sollten aber immer genügend Beweise da sein, und das ist mir ganz wichtig, dass du deinen lieben Verstorbenen auch erkennst. Ja, das ist ganz wichtig für mich. Wie gesagt, nur auf Fragen basieren finde ich nicht gut, und es müssen Beweise gebracht werden, damit du deinen lieben Verstorbenen erkennst. Und da versuche ich mir natürlich die größte Mühe zu geben, alles, was mir der Verstorbene gibt, dir auch zu übertragen, denn es kann natürlich ja auch alles wichtig sein, was da kommt. Jede klitzekleinigkeit versuche ich zu greifen und versuche es dir zu erklären. Und dann, wenn die Stunde vorbei ist, hoffe ich, dass wir einen wunderschönen Jenseitskontakt hatten, in dem du den Beweis erbracht bekommen hast, dass der liebe verstorbene Mensch immer noch bei dir ist. Immer noch, nach wie vor. Denn wir sind nicht getrennt. Trennung ist eine Illusion. Wir sind immer mit unseren Lieben verbunden. Natürlich, der physische Aspekt fehlt. Die Physis fehlt. Es fehlt einfach, diesen Menschen in den Arm zu holen. Es hat natürlich auch hier wieder eine andere Qualität, wie es nur zu wissen und zu fühlen, einen anzufassen. Und wir sind ja halt einfach auch haptische Wesen. Wir begreifen unsere Umwelt ja auch über unsere Hände, indem wir die Dinge anfassen. Und es gibt ja nichts Schöneres, einen geliebten Menschen in den Arm zu nehmen, ihm ein Küsschen zu geben, ja, ihn über die Wange zu streicheln. Das ist etwas Wunderschönes. Und das fällt halt mit der physischen Abwesenheit halt alles weg, und das ist mit das Schlimmste an dem Versterben eines Menschen, an dem Weggehen in die Heimat, in die alte Heimat, alte neue Heimat, in die geistige Welt. Na, das ist natürlich das Schwierigste. Aber vielleicht kann ich mit meiner Arbeit dir zeigen, wenigstens, dass es ein Wiedersehen gibt, dass ihr euch wiedersehen werdet. Und vielleicht kannst du nachher, wenn du aus einem Kontakt mit mir gehst, sagen, hey, jetzt bin ich mir sicher, er ist bei mir. Denn die Verstorbenen erzählen auch oft von Alltagssituationen, die bei euch vor Ort gerade sind oder Dinge, die gerade passiert sind. Gestern hatte ich das zum Beispiel auch, dass jemand, dass ich durchgekriegt habe, ja, mit den Zähnen ist was nicht in Ordnung, es ist irgendwas mit den Backenzähnen nicht in Ordnung, da gibt es Probleme, Zahnarzt, Backenzähne, und dann sagt sie, ja, ich war vor 3 Tagen beim Zahnarzt, ich habe wirklich Probleme mit dem Backenzahn gehabt. Ja, also das sind auch Dinge, die durchkommen und die einem zeigen, dass die Lieben immer noch bei uns sind, weil ich kann es ja nicht wissen, ich kenne dich ja nicht und ich kenne auch nicht den Verstorbenen, ja. Also in meinen Vorabinformationen sage ich dir schon mal ganz klar, was dich bei einem Kontakt erwartet, und damit du auch, wie gesagt, genau weißt, was da kommt. Und im eigentlichen Kontakt spreche ich auch noch mal darüber. Entschuldigt bitte, ich habe schon Konzentrationsprobleme, es ist schon spät, ich habe wieder viel gearbeitet heute, aber das Video war mir so wichtig. Jetzt kommen wir zum Telefon. Da kann ich eigentlich nicht viel sagen, außer Dito, Kontakt vor Ort, nur dass wir halt am Telefon sind. Was natürlich wichtig ist für einen telefonischer Jenseitskontakt, ist, dass du eine gute, funktionierende Telefonleitung hast, weil das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst kannst du mich ja vielleicht nicht gut verstehen. Ich telefoniere auch über Skype. Also auch das heißt, wenn du im Ausland bist, dann können wir auch über Skype telefonieren, das ist auch kein Problem. Oder über die Facebook-Telefonie, mit der geht das auch sehr gut. Aber es ist wichtig, dass ihr eine gute Internetleitung oder Telefonleitung habt, denn es ist ja wichtig, dass ihr mich gut verstehen könnt.
Es ist auch immer wieder das Thema, Cynthia, zeichnest du die Kontakte auf? Ich habe das eine Zeit lang gemacht, aber ich mache es nicht mehr. Warum mache ich es nicht mehr? Die Verstorbenen können sehr gut elektrische Geräte beeinflussen. Und so hatte ich das sehr, sehr oft, dass von der Aufzeichnung die Hälfte gefehlt hat, es Störungen gab, es Kratzer darin gab, also das heißt so Störkratzgeräusche, das zerhackstückelt war. Also all das ist schon passiert. Und irgendwann habe ich dann gesagt, nee, ihr könnt euch gerne selbst aufzeichnen, ihr dürft ein Diktiergerät mitbringen, ihr dürft ein Smartphone mitbringen, da ist ja meistens ein Diktiergerät drauf, ihr dürft mitschreiben, was immer ihr möchtet, aber ich zeichne das nicht mehr auf, weil ich konnte den Menschen dann nicht mehr einen vollständigen Datenträger mitgeben oder halt eine Sprachdatei mitgeben, weil einfach es zerstört war. Also das heißt, die Nachricht, also beziehungsweise unser ganzes Gespräch war nicht mehr wirklich zu hören und das hat mich immer sehr traurig gemacht. So habe ich gesagt, jetzt gebe ich die Verantwortung ab. Jemand, der es aufzeichnen will, darf das, aber dann brauche ich wenigstens kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn etwas nicht funktioniert, weil das hat mich immer sehr traurig gemacht. Also ihr könnt das auch gerne aufzeichnen, ich habe da nichts zu verbergen. Jeder kann sich das gerne aufzeichnen, wenn er das möchte. Also, das war es eigentlich schon. Telefon geht genauso wie halt auch vor Ort. Wir können alles machen. Ich hoffe, dass ich dir da draußen ein bisschen etwas über meine Kontakte erzählen konnte, wie die bei mir ablaufen. Aber was ich auch noch sagen möchte, ich mache maximal drei Kontakte mit der ein und selben verstorbenen Person. Denn der erste Kontakt ist natürlich immer der beweiskräftigste, weil ich dich nicht kenne. Ich habe täglich Kontakte, das kann man sich hochrechnen. Natürlich behalte ich mir nicht alles, was in einem solchen Kontakt ist, aber gewisse Dinge bleiben halt einfach hängen, ja? Und da könnte man dann natürlich auch sagen, hey, das hast du ja vom letzten Mal schon gewusst. Ja, das kann natürlich passieren. Also ich mache immer maximal drei Kontakte. Es kommt auch immer wieder vieles Neues, aber es kann natürlich auch mal sein, dass sich etwas wiederholt. Nur manchmal weiß ich die Dinge gar nicht mehr. Manchmal weiß ich aus den Kontakten, die ich dann vor einem halben Jahr oder Dreivierteljahr gegeben habe, überhaupt nichts mehr. Da stellt euch vor, ich müsste mir das alles merken. Das geht gar nicht. So einen großen Kopf habe ich gar nicht. So viel Speicherkapazität, da würde alles überlaufen. Das geht nicht, weil rechnet das hoch, wenn ich jeden Tag nur einen Kontakt gebe, 365, naja, nicht ganz 365 Tage. Es gibt ja auch Sonntage, da arbeite ich nicht oder Samstage. Also da ist es so, ich kann mir das gar nicht alles behalten. Auch bei Nachfragen, weil ich bin auch immer noch da. Nach den Kontakten für euch bin ich aus den Augen, aus dem Sinn. Jetzt wird es doch noch ein bisschen länger. Jetzt müsst ihr noch ein bisschen länger zuhören und zuschauen. Man kann mich natürlich auch noch mal fragen, aber gewisse Dinge, ja, was hat er denn damit gemeint im Jenseitskontakt, als er gesagt hat, das und das, das kann sein, dass ich das nicht mehr weiß, weil ich bin ja nur der Kanal, durch mich läuft das nur durch. Wie gesagt, manche Dinge bleiben halt hängen, ja, wie vielleicht manche Namen oder manche Situationen, wenn die vielleicht besonders lustig waren oder vielleicht auch besonders beeindruckend waren, ne? Das kann dann natürlich schon mal hängen bleiben. Aber da nicht böse sein, dass ich das nicht mehr weiß. Ich versuche dann immer nochmal mich zu erinnern, aber nicht immer gelingt das, weil einfach zu viel Informationen da sind, die ich dann auch durchlaufen lasse, weil sonst explodiert mir irgendwann der Kopf, ja. Ich bin dann auch im Nachhinein noch für euch da. Natürlich kann ich da nicht stundenlang mit euch sprechen, aber jeder, der bei mir einen Kontakt gemacht hat, weiß, dass ich versuche, immer noch dann auf die Fragen einzugehen, wenn noch Fragen da sind. Weil mir ist es wichtig. Ich möchte ja, dass ihr ein Gefühl habt, dass ihr umsorgt werdet, dass jemand da ist, der euch zuhört, jemand da ist, der euch versteht. Nur meiner Arbeit, meiner vielen Arbeit, meinen vielen Terminen geschuldet ist es, dass ich nicht da stundenlang mit euch reden kann. Ich hoffe da auf euer Verständnis, aber ich versuche immer zu antworten. Manchmal ist es sehr knapp, weil ich nur wenig Zeit habe. Manchmal ein bisschen ausführlicher, wenn ich mehr Zeit habe. Das kommt halt immer ganz darauf an, was gerade bei mir an diesem Tag los war, wie viel auf meiner Agenda stand, wie viele Termine, wie viele Dinge ich erledigen musste. Jetzt bin ich aber wirklich am Ende mit diesem Video. Ich möchte euch nochmal sagen, ich freue mich auf jeden, der zu mir vor Ort kommt, aber auch über jeden, der telefonisch einen Kontakt mit mir sucht. Ich freue mich, mit euch und euren lieben Verstorbenen in Kontakt treten zu können und euch den Beweis liefern zu können, dass eure lieben Verstorbenen bei euch sind. Das sind sie nämlich immer.
zu jeder Tages- und zu jeder Nachtzeit, wann immer er sie braucht. Auch ihr könnt mit ihnen reden, denn auch ihr habt die Anbindung. Wer hätte sie denn nicht, wenn ihr, ja? Wer sollte sie denn besser haben als ihr, die ihr mit den Verstorbenen zusammen wart, gelebt habt, sie geliebt habt? Ihr könnt ihnen immer alles sagen, ihr könnt mit ihnen sprechen, sie hören euch und sie werden euch auch Antwort geben. Natürlich wahrscheinlich etwas anders, als es ein Medium kann, weil wir als Medien sind einfach, ja, mit diesem Talent gesegnet, dass wir die Medialität in die Wiege gelegt bekommen haben, damit die geistige Welt sich über uns mitteilen kann, damit ihr wisst, alles ist gut, alles wird gut und ihr seht euch wieder. Ich wünsche euch von ganzem Herzen alles erdenklich Gute. Vielleicht hören wir uns bald ja live oder sehen uns live. Ich wünsche euch einen schönen Abend, lasst es euch gut gehen, lebt euer Leben, genießt euer Leben, macht vieles, was euch Spaß macht, achtet, schützt und respektiert alles, was beseelt ist, helft, wo ihr helfen könnt und macht euch einfach auf Erden eine gute Zeit. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Herzlichst, eure Cynthia.